Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren den Antrag flexible Gestaltung der Arbeitszeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, arbeiten, das geht zu Hause, am Schreibtisch, im Kaffee, im Zug, außerhalb des Büros läuft das Arbeiten dank moderner Technologien fast reibungslos. Zweifelsfrei hat die Arbeit im Homeoffice ihre Vorteile, wenn Kinder einmal erkrankt sind oder bestimmte Projekte auch am heimischen Schreibtisch erledigt werden können. Dennoch sehe ich diese Arbeit außerhalb des Büros nicht unkritisch. Homeoffice kann auch dazu führen, dass es an gelebter Kommunikation mangelt. Und Kommunikation, meine sehr verehrten Damen und Herren, schafft eben auch Zusammenhalt, schafft Werte und gemeinsamen Austausch in einem Unternehmen. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer wissen es zu schätzen, spontan ein Gespräch zu führen und eine Teambesprechung abzuhalten. Und so frage ich schon die Antragsteller, wie wollen Sie den Arbeitgebern erklären, dass nun die Beschäftigten selber entscheiden können, wo sie ihre Aufgaben erledigen? Aber auch aus ganz praktischen Gesichtspunkten erscheint mir Ihre Forderung als problematisch. Für viele Branchen, ich nenne nur mal den Einzelhandel, ich nenne die Gastronomie, die Pflege und das Verkehrswesen, ist es schlicht nicht umsetzbar. Und auch das Homeoffice-Arbeiten des Einzelnen mit den Arbeitszeiten der Kollegen und der Bereitstellung von Büroorganisationen in Einklang zu bringen, ist schwierig. Deshalb sehe ich den von Ihnen geforderten Ausbau von Homeoffice in dem Antrag diskussionsdürftig. Ein wichtiges Thema, das wir nicht aus den Augen bei der ganzen Diskussion verlieren sollten, ist die Arbeit in Teilzeit. Zweifelsfrei entscheiden sich viele Beschäftigte in Deutschland bewusst für eine Reduzierung der Stunden. Vor allem viele Arbeitnehmer verringern nach der Geburt ihrer Kinder die Zahl ihrer Arbeitsstunden. Zur Wahrheit gehört aber auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Rückkehr in die Vollzeit nicht immer gelingt. Es besteht die Gefahr, dass die Beschäftigten bis zur Rente ihre Stunden bis zur Vollzeit nicht mehr wieder aufstocken und damit droht eben dann Teilzeitfalle. Vor allem Arbeitnehmerinnen sind davon betroffen. Das bestätigen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. 2014 war fast jede zweite erwerbstätige Frau von 20 bis 64 Jahren in Teilzeit beschäftigt. Exakt waren es 47%. Bei Arbeitnehmern lag die Anzahl nur bei 9%. Dabei wird oft vergessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Stundenreduzierung nicht nur Auswirkungen auf das Gehalt, sondern auch auf die spätere Rente hat. Ich möchte jetzt das Thema der Aktuellen Stunde, die heute Nachmittag noch kommt, zu diesem Thema Altersarmut nicht vorziehen, gleichwohl doch ein paar Sätze darüber verlieren. In vielen Fällen reichen die gesammelten Rentenansprüche dann für ein Leben oberhalb der Grundsicherung nicht aus. Die Gefahr von Altersarmut für Frauen ist deswegen erheblich höher als bei Männern. Zwar gibt es heute bereits gesetzliche Ansprüche für Beschäftigte, ihre Arbeitsstunden nur befristet zu reduzieren. Dazu gehören insbesondere der § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und § 3 Pflegezeitgesetz. Dennoch haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das Teilzeitrecht weiterentwickeln wollen und ein Rückkehrrecht in Vollzeit schaffen wollen. Und ich begrüße es außerordentlich, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf dazu vorlegen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Arbeitswelt steht im ständigen Wandel. Sie ist geprägt von vielen Revolutionen, angefangen vom mechanischen Webstuhl über die Dampfmaschine bis zum Fließband. Heute befassen wir uns mit den Auswirkungen von Arbeit 4.0. Nicht die Just-in-Time-Produktion, die Globalisierung, die verschieben die traditionellen Arbeitszeiten, zunehmende Mobilität und Flexibilität, die ständige Erreichbarkeit und die Digitalisierung lassen die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben für immer mehr Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen verschwinden. Neue Technologien können mehr Freiräume für Arbeitnehmer bedeuten, aber auch zu mehr Leistungsdruck führen. Das kann sowohl eine Belastung
als auch ein Privileg sein. Das Internet, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat in den letzten 20, 30 Jahren den Arbeitsalltag revolutioniert. Die Digitalisierung hat neue Kommunikationsformen und Arbeitsabläufe gebracht. Das hat zweifelsfrei Auswirkungen auf Fragen des Datenschutzes, auf die Mitbestimmungsrechte von Beschäftigten, auf fortlaufende Fort- und Weiterbildung und auf Unternehmensstrukturen. Wir alle ertappen uns, wie wir nach einer Feierabend meinetwegen die Nachrichten auf Spiegel Online oder unsere E-Mails noch einmal kontrollieren. Und entdecken wir dabei eine wichtige E-Mail, so tippen wir schnell eine Antwort. So geht es vielen Beschäftigten. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet das, dass dies nach dem Feiern eigentlich weiterarbeiten. Bei den Veränderungen im Arbeitsleben sind wir gefordert, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Arbeitsschutz der Beschäftigten regelmäßig zu überprüfen und an die neuen Bedingungen auch anpassen. Es geht nicht darum, dass jeder immer und überall erreichbar sein muss. Es geht auch nicht darum, die Arbeitszeiten generell auszudehnen. Es geht darum, die vereinbarten Arbeitszeit flexibel und bedarfsgerecht zu nutzen. Das kommt den Arbeitnehmern ebenso zugute wie den Unternehmen. Die CDU-CSU-Fraktion möchte mit der Lebenszeitpolitik bessere Möglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermöglichen. Wir wollen eine familienfreundliche Arbeitswelt. Arbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss sich mit dem Familienleben, mit der beruflichen Weiterbildung und der Pflege von Angehörigen vereinbaren lassen. Wichtig ist aber auch, dass Lösungen nur möglich sind, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich gemeinsam abstimmen können. Es müssen sowohl die Interessen des Unternehmens und betrieblichen Prozesse als auch die persönliche Situation des Arbeitnehmers in Einklang gebracht werden. Ihre Forderung, meine sehr verehrten Damen und Herren, von der Fraktion Die Grünen im Antrag nach flexibler Änderung der Arbeitszeiten halte ich für eine nette Idee in der Theorie, aber eine Umsetzung für schwierig und den Unternehmen eben schwer vermittelbar. Und deshalb werden wir Ihrem Antrag nicht folgen. Herzlichen Dank. Als letzter Rednerin in dieser Aussprache erteile ich das Wort der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, SPD-Fraktion.